Für das Stadtgebiet Esslingen war es im Vergleich zu den letzten Jahren relativ ruhig. Wir hatten aufgrund der Böller einige Kleinbrände, die regelmäßig an Silvester für einen Betrieb im Bereich der Wachabteilung sorgen, um diese Kleinbrände zu löschen. Und wir hatten einen Brandmelderalarm durch Böller ausgelöst in einem Parkhaus einer Schule. Zunächst wird ja jeder Brandmelderalarm wie ein Brandeinsatz behandelt und auch mit Einsatzkräften beschickt und mit Fahrzeugen. Und so sind wir entsprechend auch vorgegangen. Es war alarmiert die Abteilung Bergheim mit 3 Löschfahrzeugen und die 3 Leiter besetzt durch die Abteilung Stadtmitte und der Einsatzleitungsdienst. Dann geht man regulär zunächst zum Feuerwehrschlüsseldepot, um den Generalschlüssel zum Gebäude zu holen. Geht dann in die Brandmeldezentrale, erfährt er die ausgelöste Meldergruppe und den Einzelmelder und schickt dann einen Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in den Bereich mit einer Laufkarte der Brandmeldeanlage. Der Auslöser war konkret, dass Böller in ein Parkhaus geschmissen wurden, die entsprechende Rauchentwicklung hervorgerufen haben und einen Rauchmelder in diesem Parkhaus ausgelöst haben. Das ist Standard, dass eben irgendwelche Mülleimer oder gelbe Säcke oder Unrat brennt, wenn Feuerwerkskörper reinfliegen. Dass es da eben zu einem kleinen Brandereignis kommt, das dann durch die Feuerwehr abgelöscht wird. Im Ganzen war es für die Stadt Esslingen 6 Einsätze. Dazu kam noch eine Überlandhilfe mit dem Einsatzleitwagen LW2 des Landkreises zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B27. Da wurde das Fahrzeug durch die örtliche Feuerwehr hinzugezogen, um eben hier entsprechende Räumlichkeiten für Lagebesprechungen und weiteres zu haben. Die Leitstelle, die ja den gesamten Landkreis betreut, war es zunächst auch ruhig und letzten Endes kam es dann gegen 1 Uhr zu diesem schweren Verkehrsunfall, wo auch die Leitstelle sehr beschäftigt hat, weil wir mit 4 Feuerwehrdisponenten und 3 DRK-Disponenten eben die Leitplätze hier besetzen mussten, um die Aufgabenflut dann zu erledigen, die für die Leitstelle durch so ein Ereignis dann entsteht.